30-Sekunden-Vision für ein nachhaltiges Nürnberg. Ja, da werden 30 Sekunden nicht reichen, da ist noch einiges zu tun, aber es tut sich ja schon einiges. Also wenn man schaut, die Mobilität, da bewegt sich was. Es gibt zum Beispiel immer mehr Fahrradstraßen. Wenn man schaut, hier in der Innenstadt sind jetzt Straßen beruhigt worden dank Corona und die Menschen merken, dass es ein ganz anderes Lebensgefühl ist. Aber es gehören halt auch ganz andere Sachen dazu, dass es leichter ist, sich einzubringen in demokratische Prozesse und eben ein aktiver Teil der Stadtgesellschaft zu sein.